Sagen für den Kerker, welche Fensterglasfarbe nehmen wir denn für den Vorraum? Ich würde sagen, so dunkelblaues Glas, oder? Ja. Ich mache das gesamte Dunkelblau hier mit. Die Schilder nehme ich mit. Die Eisentürentür mal raus, so. So. So stellt mir einen Kerker vor. Uralten Kerker. Wie gesagt, hätten wir noch ein bisschen Moosstein gehabt, hätten wir da noch ein bisschen, Ja, das noch ein ne? bisschen älter für mich hier machen können. Das wäre geil gewesen. So die zerbrochenen Steine rein. Das wäre auch eine Idee gewesen. Zum Kerker. So, da haben wir hier zwei Schilder. Ja, wir wollten noch hier einen Raum machen, wo die hinsetzen können. So klein hier nur der Gang. Wir können auch das hier hinten noch rausziehen. Guck mal. Da würde ich, auf der Seite würde ich ein bisschen rausziehen. Also nicht rausziehen, ich meine hier nach innen. Also Was? hier, weil hier der auch der Zwischenraum noch ist. Falls du dich dran erinnerst. Muss man dann hier zumachen? Ja, ne, müssen wir nicht. Warum das denn? Soll ein separates Haus sein. Da soll doch keine Fluchtmöglichkeiten sein. Aber warum denn hinsetzen? Ehrlich gesagt, warum? Ja, die haben sich da immer vorne hingesetzt, haben doch gesoffen und Karten gespielt und unten waren noch die Gefangenen. Am besten noch der Wolf, der den Schlüssel in der Schnauze hat. Okay, ich könnte vielleicht hier noch ein bisschen Zusatzraum dran machen, aber allzu groß würde ich das nicht machen. Also, dass die Fenster drin bestehen bleiben und ich hier noch so ein kleines Eckchen zusätzlich dran mache. Aber sonst größer würde ich das echt nicht machen. Ja, dann bleibt es also. Können Sie Ende schon setzen. Dann lassen wir es so, wie es ist. Da gibt es einen bloßen Gang. Weil gesessen haben die ja praktisch immer hier vorne, wenn du in den Kerkervorraum gehst. Wir hätten Ne? wir es noch größer machen müssen. Ja, wieso? Wir können das dann nach hinten noch ein bisschen rausmachen, dass die hier hinten praktisch sitzen in einem Raum, wo sie praktisch einen Aufenthalt haben, so ungefähr, weißt du? Das könnte man noch machen. Dass sie praktisch hier noch weiter nach hinten gehen. So, keine Ahnung. Vierer, Fünfer Breite und dann könnte man hier noch so einen Aufenthaltsraum machen, weißt du? Jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Eisen. 7. Das Eisen ist meins. Bugs. Was für Bugs? Wie auf immer habe ich einen blauen Himmel, Okay. den ich sehe. Aber nur ganz kurz, oder?
Na, das denke ich mal, wird noch ein Fehler von der Version sein, wo du drauf spielst. Du spielst ja mit der 1.8er. Hier ist Mauer oder? Ja, am Rand würde ich Mauer machen, genau. Die hier wegmachen oder? Da, wo du jetzt rausstehst, oder wegmachen, da machen wir eine Mauer hin. So, hier hinten auch noch. Hier in der Mitte eine Tafel hin und ein paar Sitzflächen ringsrum. Ja. Willst du dein Eisen wieder haben? Nee, behalt das mal, kannst du haben. So, jetzt mache ich noch die Decke. So. Gut, haben wir das auch. Schon wieder Nacht. Ich habe eben irgendwo gesehen, wir hatten noch einen massiven Zaun da. Ich weiß gar nicht, ob wir Cobblestone-Zaun auch hatten. Ja. Und in der noch ein bisschen. Dann würde ich mich schon mal um die Tiergehege so ein bisschen kümmern, weißt du? So, aber da werde ich halt hingehen. Ach, hier vorne haben wir noch Spitzhacken drin. Da werde ich halt hingehen und die Tiere alle töten. Und werde dann von jedem Tier 4 Stück in eine Gehege setzen, weil das wäre jetzt zu aufwendig, da die ganzen Viecher noch hinzukriegen. Den dahin, das dahin. Noch ein paar Cobblestone muss ich noch machen, wir haben ja genug Cobblestone hier.
So. Oh, Wer guck ist mal, hier aber der ist Schuffli? Schaffli, das ist die Alina. Wo steht denn? Die hast auch öfters mal einen Tiefsweg. Kenne ich nicht. So, jetzt mache ich hier die Kann aber Tiergehege. gut sein, dass ich mit der noch gar nichts zu tun gehabt habe. 5, 6, 7. Fünf, sechs, sieben. Nein, habe ich nicht. Zusammenfarmen. Weil wir zur Zeit Großprojekte bauen. So, hier Zauntore. Bisschen Erde zusammenholen. So. Und so. Mit zwei Fenstern ist ein einer Fenster, okay. Ein Stall davon müssen wir als Gras auslegen, weil die Schafe ja davon fressen müssen. Bin ich am Überlegen. Ich lasse, glaube ich, immer zwei oder drei Freiraum dazwischen. Eins, zwei, drei. Ich wäre froh, wenn es donnert, regnet. Aber wir haben fast 40 Grad gehabt. 3, 4, 6, 7. Ist denn hier bei uns? Keine Ahnung, wo die herkommt. Ich war mit der noch nicht zusammen auf dem Server. Name sagt mir nicht gar nichts und die ist auch nicht an meiner Wand. Schaffli LP heißt sie, glaube ich. Die Alina, ab und zu im Teamspeak, total leise. Ich kenne sie nicht, also ich habe auch noch mit ihr noch nicht gesprochen. Ist ja auch egal, Hessen. Die mich immer Popomiat nennen, so ungefähr. Aus Hessen, Ich okay. kenne die Frau nicht. Also wird es bei Marco heute auch donnern. Welcher von den beiden? Der Venom. Dann werde ich den Boden hier, da werden wir Schafe reinmachen. Werde ich hier mal in Erde aus.